Wenden Sie nicht alle Ihre Waffen an, wenn Sie mich nicht vor Vergnügen zu Ihren Füßen vergehen sehen wollen. Lassen Sie mich also leben, um Sie für immer zu lieben. Worte wie diese schrieb Isabella von Parma etwa 3 Jahre lang in fast täglichen Briefen an Marie-Christine von Habsburg-Lothringen, einer Schwester ihres Mannes Joseph II. Beide Frauen waren in etwa gleich alt und lebten in den frühen 1760er Jahren am Wiener Hof. Die Beziehung, die sich aus diesen Briefen herauslesen lässt, wurde in populären und wissenschaftlichen Auseinandersetzungen bisher sehr unterschiedlich bewertet. Die Zuschreibungen reichen dabei von einem harmlosen Schauspiel bzw. einer spielerischen Tändelei bis hin zu einem innigen Liebesverhältnis. Letzteres wird oft schnell mit dem Etikett homosexuell oder lesbisch belegt, wodurch aber die Gefahr besteht, dass heutige Sexualitäts- und Identitätskonzepte auf das 18. Jahrhundert übertragen werden, ohne sie zu hinterfragen. In welche Kontexte lassen sich also Briefpassagen wie die von vorhin einbinden? Was sagen sie über das Verhältnis der beteiligten Personen, über Emotionen, über Körperlichkeiten und Sexualität? Um Aussagen über die Form der Beziehung bzw. Isabellas Selbstverständnis, sprich Identitätskonstrukte, treffen zu können, müssen die Briefe in Bezug gesetzt werden zu Vorstellungen von Körperlichkeit, Freundschaft und Sexualität im 18. Jahrhundert. Zunächst aber ein paar Worte zu Isabellas Person und dem Quellenbestand der Briefe. Isabella von Parma wurde 1741 geboren und verbrachte ihre Kindheit vor allem am spanischen Hof, in Versailles und im Herzogtum Parma. 1760 wurde sie mit Joseph von Österreich, dem späteren Joseph II., verheiratet und kam somit mit knapp 19 Jahren an den Wiener Hof. Isabella verbrachte aber nur insgesamt knapp 3 Jahre am Wiener Hof, denn sie erkrankte schon im Herbst 1763 wahrscheinlich an den Blattern und verstarb. Was nach ihrem Tod mit den Antwortschreiben von Marie-Christine passiert ist, wissen wir leider nicht, denn sie sind nicht erhalten. Von Isabella hingegen sind ca. 200 Briefe und Zettel an Marie-Christine erhalten. Die Korrespondenz mit Marie-Christine, ihrer zukünftigen Schwägerin, nahm Isabella während der Hochzeitsvorbereitungen im Juli 1760 auf, als sie noch in Italien war. Schon in ihrer Antwort auf den ersten Brief Marie-Christines schwört Isabella ihr ewige Freundschaft und Zuneigung. Spätestens nach dem persönlichen Aufeinandertreffen der beiden wird der anfangs noch etwas förmlichere Ton aber sehr schnell vertraut und innig. Die Anrede »Liebe Schwester« wird häufig ergänzt oder ersetzt durch »Liebe Freundin«, »Mein Herz«, »Mein Engel« oder »Mein Trost«. Die Vertrautheit, aber auch aufkeimende Unstimmigkeiten verdeutlichen Anreden wie »Grausame Schwester«, »O du Esel« oder »Liebe Alte«. Die Briefe selbst sind überwiegend auf Französisch, manchmal auch auf Deutsch. Stilistisch schwanken sie zwischen stark gehobenem Ausdruck und legerer Alltagssprache. Die Zettel wurden meistens von einem größeren Stück Papier abgerissen. Die Schrift wirkt schnell und flüssig, ist aber oft stark verschmiert. Außerdem sind die Briefe fast nie datiert. Weil ja beide Frauen am Wiener Hof lebten, konnten die Briefe sehr schnell von einem Wohnbereich in den anderen gebracht werden. Inhaltlich sticht vor allem die starke Anteilnahme an alltäglichen Begebenheiten hervor. Fast immer geht es um das körperliche oder seelische Befinden der beiden, aber auch um Neuigkeiten innerhalb der kaiserlichen Familie oder einfach um Tagesplanungen. Vergleicht man die Grundaussagen und Themen in Isabellas Briefen mit anderen Forschungen zu emotional intimen Freundschaften zwischen Frauen in derselben Zeit, zeigen sich deutliche Parallelen. Dazu gehört unter anderem der starke Fokus auf Empfindungen. Das heißt, die ständige Versicherung der Liebe und der Treue zu anderen begleitet und überlagert jede Art von Mitteilung und ist ein zentrales Element von Isabellas Selbstbild. Weitere Parallelen zeigen sich etwa in Eifersuchtsszenen oder Vorwürfen der Untreue, wenn die Briefe ausbleiben oder ein ersehntes Treffen verhindert wird. Wie lassen sich Isabellas Briefe nun in Beziehung setzen zu Vorstellungen über Sexualität, Freundschaft, Körperlichkeit und Liebe im 18. Jahrhundert? Isabellas Briefe fallen zeitlich mit der Hochphase des gelehrten Freundschaftskultes im 18. Jahrhundert zusammen. In diesem wurden vor allem gleichgeschlechtliche Beziehungen favorisiert, um das Ideal des geistigen Einklangs der Seelen zu erreichen. Inwiefern sich Isabella aber selbst diesem Freundschaftskult zugehörig fühlte, geht aus den Briefen nicht hervor. Als Angehörige des Hochadels entspricht sie eigentlich nicht dem typischen sozialen Milieu, denn der Freundschaftskult wurde vor allem von Literatinnen aus dem Bürgertum geprägt. Der Fokus auf Emotionen und der leidenschaftlich intime Ton in den Briefen weisen aber darauf hin, dass Isabellas Verständnis von Freundschaft zumindest durch den gelehrten Freundschaftskult geprägt sein könnte.
Ganz generell ist die Grenze zwischen sprachlichen Ausdrücken der Liebe und der Freundschaft im 18. Jahrhundert eine eher unscharfe. Auch Isabella verwendet sowohl Amour als auch Amitié, um ihre Beziehung zu Marie-Christine zu beschreiben. Amitié kann hier als Freundschaft oder auch als Zuneigung verstanden werden. Gleichzeitig lässt insbesondere Freundschaft zwischen Frauen durch die Vorstellungen, was Sexualität ist und was nicht, einen gewissen Spielraum für Körperlichkeiten offen. Über den angemessenen Begriff für solche Bezeichnungen, Beziehungen, gab und gibt es in der Forschung daher immer wieder heftige Diskussionen. Kurz gefasst geht es dabei einerseits um die Herausforderung, nicht von vornherein jegliche körperliche oder sexuelle Komponente auszublenden, wie das zum Beispiel beim Begriff der romantischen Freundschaft der Fall ist. Gleichzeitig soll aber auch nicht unzeitgemäß eine sexuelle oder gar homosexuelle lesbische Beziehung suggeriert werden. Die Begriffe bzw. Konzepte von Sexualität und Homosexualität tauchen beide erst überhaupt im Verlauf des 19. Jahrhunderts auf. Von einer sexuellen oder homosexuellen Identität, wie wir sie verstehen, kann also in Isabellas Zeit einfach nicht die Rede sein. Das heißt aber nicht, dass es grundsätzlich keine gleichgeschlechtlichen Konzepte gab, die für die eigene Identität wichtig sein konnten. Der vorher genannte Freundschaftskult war durchaus ein solches Konzept. Ich verwende daher den Begriff der emotional intimen Beziehung, um das Verhältnis zwischen Isabella und Marie-Christine zu beschreiben. Er schließt eine körperliche Komponente nicht aus und verweist auf die Beziehung als ein wichtiges Element der eigenen Person bzw. Identität, ohne sie mit heutigen homosexuellen Identitäten gleichzusetzen. Kommen wir nun zum Verständnis von sexueller Körperlichkeit zwischen Frauen und Freundschaft. Forschungen zeigen, dass sexuelle Praktiken zwischen Frauen durchaus nicht unbekannt waren. Belege dafür finden sich unter anderem im deutschsprachigen Raum mindestens seit dem 16. Jahrhundert. Mann-männliche Sexualität wird im historischen Diskurs oft mit sozial schädigendem Verhalten verbunden. Sexuelle Praktiken oder körperliche Praktiken zwischen Frauen werden dagegen oft als Ersatz oder als Vorspiel zum Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau beschrieben, die körperlichen Praktiken als sexuell nicht befriedigend und die körperlichen Beziehungen als nicht dauerhaft. Körperliche Praktiken zwischen Frauen wurden daher im 18. Jahrhundert nicht grundsätzlich als Geschlechtsverkehr gesehen. Nur wenn es zur Penetration kam, griffen bereits bekannte Konzepte wie Sodomie oder Unzucht. Angela Steiderle nennt das eine begriffliche Unkenntlichkeit von Körperlichkeiten zwischen Frauen außerhalb der Konzepte von Sodomie und Tribadie. Dadurch eröffnet sich für die Forschung ein schwer zu fassender Raum, in dem sich Frauen miteinander bewegen konnten, ohne sich als anstößig oder von der Norm abweichend zu empfinden. So war zum Beispiel dem so wichtigen Konzept der Freundschaft im 18. Jahrhundert eine maßgebliche körperliche Komponente immanent, die sich zumindest in Form von Küssen äußerte. Isabella verwendet in ihren Briefen verschiedene Typen von Küssen und Umarmungen, in denen unterschiedliche Grade von Körperlichkeit mitschwingen. Neben dem rein symbolischen »Ich küsse oder umarme dich« am Ende eines Briefes verabschiedet sie sich des Öfteren auch mit dem Hinweis, dass sie Marie-Christine in ihrer Vorstellung küsse oder umarme, weil dies im Moment des Briefeschreibens in der Realität nicht möglich sei. Am deutlichsten schwingt eine tatsächliche Körperlichkeit aber mit, wenn die Küsse und Umarmungen nicht in der Abschiedszeile, sondern mitten im Text erwähnt werden und Isabella auf konkrete Situationen anspielt, in denen sie Marie-Christine geküsst hat oder küssen könnte. Sie betont dabei mehrfach den unterschiedlichen Charakter der Küsse, wodurch man auf den Austausch von realen Zärtlichkeiten zwischen den beiden vage schließen kann. Liebe und Freundschaft wurden im 18. Jahrhundert als Einheit gedacht. Auch Isabella setzt beide Begriffe in enge Beziehung zueinander, wenn sie etwa schreibt, ich vergehe vor Liebe, vor Freundschaft, wie sie es wollen und für immer. Die Austauschbarkeit von Liebe und Leidenschaft hingegen war, zumindest was den körperlichen Teil betrifft, durch die Abgrenzung zur Unzucht beschränkt. Dieselbe Handlung konnte also je nach Intention und Ausprägung entweder als Ausdruck reinster Freundschaft oder als Zeichen unsittlicher Lust gedeutet werden. Da Geschlechtsverkehr aber nur mit Penis oder Penisersatz gedacht wurde, war der Möglichkeitsraum zwischen freundschaftlicher Körperlichkeit und Formen der Unzucht zwischen zwei Frauen einfach größer als zwischen Männern. Dass auch Isabella die unterschiedlichen Bedeutungsebenen von Küssen kennt und damit sprachlich zu spielen weiß, wird in der Abschlusszeile eines Briefes deutlich, in dem sie schreibt, »Adieu, liebenswürdige Heilige. Ich küsse Sie, trotz Ihrer Heiligkeit, aus tiefster Seele, damit man sagen kann, dass meine Küsse fromm sind, da
Denn was Teil der Seele ist, ist rein geistig und gar nicht irdisch, obwohl ich auch das Realistische sehr liebe. Wie ausgeprägt die körperliche Ebene der Beziehung tatsächlich war und inwiefern sie als sexualisiert betrachtet werden kann, kann aber kaum konkret beantwortet werden. Wenn Isabella zum Beispiel schreibt, apropos, das Gesicht ist ein wenig angeschlagen, aber ihre Lieblingsstelle nicht, so kann sie sich auf Küsse beziehen, muss aber nicht. Solche Bedeutungslücken finden sich auffallend häufig in den Textstellen. Isabellas Wortwahl signalisiert dabei, dass sie sich entweder auf etwas in einem vorhergehenden Brief bezieht, das zum Verständnis nicht mehr konkret benannt werden muss, oder aber, dass sie diese Lücken mit Absicht setzt, um den Inhalt von unerwünschten Mitlesenden zu schützen. Stellen wie, du bist Frau zu tun, was dir gefällig ist, ich werde dir aber dein, es kann nicht sein, abbezahlen, bleibt so nur Eingeweihten verständlich. Welche Schlussfolgerungen können wir also zur Beziehung zwischen den beiden Frauen und deren identitätsstiftenden Charakter ziehen? Die Briefe zeigen Marie-Christine als eine zentrale Person in Isabellas Leben und die Beziehung zu ihr als eine sehr enge, emotionale und intime mit gewissen physischen Aspekten. Isabella definiert sich sehr stark über diese geteilte Liebe und Freundschaft. Die Frage aber, ob Isabella und Marie-Christine ein sexuelles Verhältnis, wie wir es heute verstehen hatten, ist kaum zu beantworten und darüber hinaus im Endeffekt auch irrelevant, wenn es um die Frage nach der gleichgeschlechtlich orientierten Identitätskonstruktion geht. Sowohl Freundschaft als auch Liebe wurden als Begriffe verstanden, die üblicherweise auf dasselbe Geschlecht bezogen wurden. Sie waren eng miteinander verbunden und eröffneten durchaus Möglichkeiten, Aspekte der eigenen Identität darauf zu gründen. Durch die unscharfen Grenzen zwischen gesellschaftlich anerkannter und verpönter Körperlichkeit zwischen Frauen ergibt sich eine Grauzone, die für die Forschung, wie gesagt, nur schwer fassbar ist. Isabellas Verwendung von zweideutigen Formulierungen, die subtilen Verweise auf verschiedene Arten von Küsse und deren Körperlichkeit, aber auch Bedeutungslücken, die nur Eingeweihte füllen könnten, lassen vermuten, dass sie zumindest teilweise ein Bewusstsein für die Möglichkeiten und Grenzen dieser Grauzone hatte.